So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strafkönig Online. Wir sind hier mit Avis. So, der möchte uns irgendetwas sagen. Dürfte ich kurz einen Moment eurer Zeit bitten? Wer weiß, was er von uns möchte? Ich muss hier erstmal strecken, Junge. Ah. Und ja, es geht um Bruder Roy. Ich würde gerne deine Meinung hören zum Anliegen, was er besitzt. Du hast doch sicher schon mitbekommen, dass er Templer werden will. Als du selber Anwärter bist, stockt, so ihr keine Zeit habt, können wir das gerne verschieben. Roy. Nun, ich werde mir Gedanken machen und auf dich zurückkommen, Bruder. Noch morgen. Mie nickt. Gehen wir. So. Oh, mein Headset sitzt so schräg. Ich muss jetzt eigentlich noch mit Gerrit nochmal sprechen. Wie macht eine folgende Handbewegung? Oh Gott. Handbewegung. So. Ich muss eigentlich noch mit Gerrit sprechen. Oha. Mir stellt sich distanziert dazu. Ehre dem Orden. Ehre dem Orden. Ehre dem Orden. Ehre dem Orden! Wir wollen Crawley angehen. Möchtet ihr uns begleiten? Ja, gerne. Erwache! Grüße die Templer, nickt ihnen respektvoll zu. Gorkaios nickt zurück. Mie grüßt die Templer eben. Dann wollen wir aufbrechen? Jedenfalls, verdammt! Meine Rechtschreibung ist heute nicht die Geiste. Sowas möchtest du uns begleiten? Crawler? Jagd? Gerne. Soweit auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir. Gut. So. Worauf warten wir? Stürz wieder in den Schwarzen. Auf nicht mehr. Okay. Also gehen wir einmal auf Crawlerjagd. Nun gut, ich habe keine Ahnung, wo wir auf Crawlerjagd gehen. Oder wo wir Crawler finden werden. Bin gespannt. Bin really gespannt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo hier Crawler zu finden sind. Aber gut, wir werden sehen.
das Gefühl, ich bin langsamer als die anderen. Mit Karim, Ruvon, Kaius und Gerrit gehen wir jetzt ein paar Quoller jagen. Naja, ich bin gespannt, ob ich das überleben werde. Ich werde mich schön im Hintergrund halten, ja. Ich bin total fescher Krieger. Ist auch eine schöne Formation. Alle drei Zweihänder vorne in der Mitte. Die beiden Einhänder dahinter. So. Naja. Ich hoffe, es ist noch genug Platz auf der Platte. Ich habe heute enorm viel Kingdom Come Deliverance aufgenommen. Ich habe so 12 Folgen oder so, also relativ viel. Ich bin echt irgendwie langsam, habe ich das Gefühl. Das gibt's doch gar nicht. Oh nein, warte mal. Ich müsste eigentlich gleich nochmal einen Relog machen. Ich glaube... Ich nehme nämlich nicht auf Full HD, sondern nur auf HD auf. Shit, das muss ich nochmal abändern. Bis gleich. Ich muss jetzt nochmal einen Relog machen. Also, kurzer Cut. So, hier sind wir wieder nach einem kurzen Cut. Habe mal einen Relog gemacht und jetzt müsste es auch alles auf Full HD sein. Ich habe nämlich nur in normalem HD heute aufgenommen, die ganzen Kingdom Come Folgen, weil das Game einfach so krass ist. Das saugt einfach übelst Energie weg. Ja. Mir nickt allen zu. Auf zu einer Crawlerjagd. Das ist meine erste. Ich habe noch nie eine Crawlerjagd mitgemacht. So, ich bin gespannt. Und es wird dunkel. Das passt natürlich hervorragend. Ich weiß nur leider echt nicht, wo sich hier Crawler befinden sollen. Der alten Mine? Würde Sinn machen. Naja, mal sehen. Ich bin ein little bit gespannt. Und ja, wenn jetzt hier nichts großartig Spannendes passiert, würde ich sagen, schneide ich jetzt einfach mal den Hinweg raus. Und wir sehen uns gleich wieder. So, hier ist jetzt ein Typ namens Sanyo, der hier schwimmt, ein Powerfarmer höchstwahrscheinlich. Was machst du denn da? Der fliegt doch gleich den Wasserfall runter, WTF. Wir wollen zum Sumpf, ohne gefressen zu werden, Mii lächelt. Wer ist wir? Ist da noch einer? Na, den hat's erwischt. Blickt den Wasserfall hinunter. Oh mein Gott. Was ist das für ein Kunde, Alter? Der kommt hier nicht wieder raus. Lol. Was geht ab? Läuft bei dem Boy. Oh, Karim seufzt. Na dann, brecht ja nichts. Viel Spaß beim Baden. Die wohl tödlichste Wasserrutsche, die es hier gibt. Anstatt Danke zu schreiben. Nein, bedankt sich. Hm.
wäre ich mir nicht, da wäre ich mir nicht so sicher, sie lieber mal nach ihm. Mache ich. Und danke Ihnen. So, naja, gehen wir mal weiter. So, ich habe echt null Plan, wo es hier Crawler geben soll. Ganz seriously. Wir überqueren jetzt hier die Brücke. Ruvan wird nachgeportet. Er muss anscheinend kurz AFK. Kaius nimmt doch aus. Wo soll es denn hier bitte Crawler geben? Ehrlich? In dem Tempel oben? Also in dem Kloster oben? Wo gehen die lang, Alter? Ich war ja schon mal hier, als sowas eine Prüfung abgelegt hat. Aber... Ja klar geht die auf mich. Kleine Fatze. Kleine Mistbitch. So. Dass es hier Crawler geben soll. Alles klar. Was liegt denn hier? Ein Stein. Den kann ich nehmen und werfen. Okay, aber hier scheint eine Crawler-Höhle zu sein. Das haben die umgespacert. Hier war in Gothic 1 das Lager von dem Kloster. Das haben die jetzt anscheinend eine Crawler, ein Crawler-Nest draus gemacht. Ja, dort hinten sind sie schon. Wie mustert die schönen Tiere? Haben gerade in seiner Tasche herum, zieht ein Pergament heraus. Eine Art Zauberwohl. Können wir uns eigentlich erstmal Ruvan hierher teleportieren, oder? Wo ist Kaius? Wir waren mal 5 Leute, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Ja, ich glaube, Crawler ist kein Problem für die Jungs. Ich glaube, da macht jeder einzeln 3 Stück hintereinander wahrscheinlich. Schätze ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie stark kann schon ein Crawler sein. Vor allem, wenn es vielleicht noch Crawler-Babys sind, schaffe ich die vielleicht sogar auch, aber da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Das möchte ich einmal einsetzen. Er murmelt leise ein paar Worte. Ein Funkel springt aus dem Pergament auf seine Hand über. Wo ist Kaius? Gorkaius meinte ich. Ah, ein Blitzzauber. Interessant. Er hat wohl noch den... Ah, komm schon. Den Scavenger ausgenommen. Ein Stachel ziehen, vermute ich, deutet auf die zu der Blutfliege nach hinten. Gut, der Kaius möchte jetzt... Ach ja, da ist er. Gut. Und da ist auch Ruvan. Nice. Passt. Cool, wir werden jetzt hier in so einer Reihe und stehen. Eine Reihe und Glied. Ohne Glied. Blickt argwöhnisch auf Karims Magie. Oh, ich will auch Magie. Ja, wie die Kugel auf die Snapper. Auf den Snapper. Bruder, pack die bitte weg. Die brauchen wir nicht. Lädt seine Armbrust. Mir zieht sachte seine Keule. Puh, wieso nicht beides? Gute Frage. Mi konzentriert sich auf die Tiere. Seufzt und nickt dann gen Gerrit. Ja, eben. Mein Wasser ist leer. Nein! Leute, mein Wasser ist leer. Was soll ich jetzt tun? Ich könnte natürlich auch die zweite Flasche nehmen, die hier steht. Und einfach aufmachen. Ah, und trinken. So einfach. Dann wäre das Problem gelöst. Blitzkugel. Mit der linken Hand zielt er auf den Schlangenzähler. Mit der rechten bringt er die Blitzkugel in Anschlag.
Gönn diesen Geschöpfen einen sauberen Tod durch unsere Waffen, keinen Meuchelmord durch magische Tricks. Mach jetzt mal hier keinen auf Moralapostel, ja? Gib den Viechern einfach. Gib den Viechern ordentlich Saures. Die Magie wird ihnen nur einen schmerzlosen Tod bescheren, Bruder, mit der Magie, die unser Herr uns schenkt. Der Herr, nicht unser Herr, sondern der Herr. Es gibt nämlich nur einen, den Schläfer. Ja, Innos, Belia und Adanos, die gibt's gar nicht. Das sind nur irgendwelche Hirngespenste von irgendwelchen durchgeknallten Priestern, die meinen, Geistliche zu sein. Schinder wurde in die Kolonie geworfen. Was läuft bei dem? Krasser Name. Schinder. Ach, so. Oh, ich habe mir den Finger gebrochen. Mann, Leute, was passiert? Warum passiert denn jetzt hier nichts? Ich hätte gerne einen Lichtzauber jetzt. Der letzte Blitzschlag, den ich abbekam, war alles andere als schmerzfrei. Ein sauberer Schlag mit dem Schwert bereitet ihnen einen solch schnelleren Tod. Ein Bolzen im Unterleib ist auch nicht gerade schmerzfrei. Wer den Blitz nun auf... Sonst weint nicht nur. Ich werfe den Blitz nun auf 3. Eins. Oh Gott, ich muss mich zum Kampf bereit machen. Ich stelle mal das Mikro kurz ein Stück weg, damit ich hier besser an die Tastatur rankomme. 2. Und 3. Stürm mit gezogener Waffe voran. Oh Gott, keine Ahnung, ob ich den Snapper schaffen würde. Ja, wow, 2 Schläge. Nice. Oh, für den Schläfer. Ein Schlag. Ich lasse den mal schön vorgehen. Ich gehe das Safe nie als erster rein. Ich will auch einen töten. Ich versuche einen... Oh, Warrior! Das war mir so klar. Na, ich hab den erwischt. Waren das alle? Blut läuft von Sorbas Kolben. Oh, Karim liegt. Besorgt zu Karim. /gerb 2. Me fühlt den Puls. Das ist doch Mist. Tja. Hast du noch Puls? Oder ist das dein Tod? Dem geht's super.
Korkarim ist ohnmächtig und atmet nur langsam. Sein Körper ist übersät von Bissen und Kratzern, einige recht tief. Wir müssen ihn schnell behandeln. Korgarret, habt ihr einen Heiltrank? Naja, eigentlich wird's passen, aber ich warte noch etwas ab. Kann ja auch durch Folgen drauf gehen. Mal sehen. Ich reload mal. Wir tragen ihn gleich wieder zurück. Nehmt die Kackcrawler jetzt aus. Rowan ist schon dabei. Zangen ziehen. Ich mach das. Verbindet nur schnell seine Wunden. Mi holt ein sauberes Stück Stoff aus der Tasche und bindet damit Gorkarims schlimmste Wunden ab. So. Ziehen wir ihn hoch, Gorkaius. Ach, hoch soll das heißen. Nicht hück, sondern hoch. Okay, bereit. Ah, die nehmen jetzt schnell die Crawler aus, das ist gut. Hier sind also Crawler. Hebt die Schulter von der Hand. Tut die Set gleich mit sowas. Mi und Gorkaius stemmen Karim rauf. Plunder. So. Du kannst dich hinstellen. So. Oh Gott, jetzt müssen wir den... Na gut, jetzt tragen wir den halt wieder zurück ins Lager, ins Lazarett am besten. Oh! Ja, die kommen schon hinterher, die machen das schon. Na toll! Ist Karim hier erwischt worden. So, jetzt laufen wir doch relativ synchron hier, oder? Auf jeden Fall. Karim scheint Lex, nicht Karim, sondern Kaius scheint Lex zu. Na toll, wieso fallen denn die zurück? Afka. So. Aber das passt. Hoffentlich. Mann, wieso lasst ihr euch so zurückfallen, Leute? Das ist doch Brühe. Was schreibt er? Atros has been kicked by Korgarret. Reason Troll. Okay. So, Weg müsste ja eigentlich frei sein. Noch. Jetzt kommt ein Schattenläufer und tut uns alle umbollern. Das wäre ganz schön scheiße.
springt erstmal Kaius an. Läuft. Na toll, das war jetzt eine Crawlerjagd mit Folgen, kann man so sagen. Was ist denn dort unten für ein Vieh? Sieht aus wie ein Varan und Lurker gleichzeitig. Ah, backen da ein bisschen rum. Okay. Ich folge jetzt einfach mal Kaius. Ich könnte jetzt einen Scavenger Eye Power farmen. Oh. Hat jemand gesehen? Das hat niemand gesehen. Niemand gesehen. Wie ich ein Scavenger Eye farme. Oh yeah, an diesen Turm da hinten habe ich schlechte Erinnerungen. Schalala. Schalalalalala. Ganz schlechte Erinnerungen, Erinnerungen, Erinnerungen. Ganz, ganz schlechte Erinnerungen habe ich an diesen Turm. So, gehen wir mal auf der rechten Seite, wenn Kaius jetzt auf der linken geht. Was schreiben die denn jetzt? Alter. Oh Gott, ich sollte vielleicht mal Save Me machen. Ach, wo bleiben denn die anderen? Naja gut, Karim hat seine Blutspur hinterlassen. PMs läuft. So. Karim hinterlässt seine Spuren. Ich glaube, die anderen Templer werden uns schnell finden. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ist jetzt ganz schön ungünstig, dass der umgebollert wurde. So. Troll, soll ich alleine hier mit Karim laufen? Wo ist Kaius? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich kann doch hier ein Hauch und Karim liegt wieder. Und ich bin alleine dann in der Landschaft hier. Ich hoffe, Karim weiß, wo es lang geht. Ah, da ist Karim wieder. Gott sei Dank. Schläfer sei Dank. Dann gehen wir mal auf der rechten Seite. Es ist sehr ruhig. Zu ruhig. Es ist sehr verdächtig ruhig. Ganz ehrlich, in der Nacht würde ich mich hier hoffnungslos verlaufen wahrscheinlich. Oder irgendwelchen Viechern in die Arme laufen, die mich dann umhacken würden. Wie gesagt, so Scavenger und Mallrats-Zeugs und so, das würde ich ja noch schaffen, aber... Ein Schattenläufer, das wäre mein Ende. Oder drei Wölfe oder so. Ich glaube, da hätte ich nie so eine Schnitte. Es donnert. Boah, das ist ein richtiges ekelhaftes Wetter. Mitten in der Nacht, Regen, Sturm, mitten im Wald. Ach. Das ist kein gutes Wetter. Vor allem bei der Bekleidung, die die Templer anhaben, ja. Nur so ein Lederriemen und zwei Metallstücke auf der Schulter. Die müssten da die ganze Zeit durchgängig erkältet sein, ganz ehrlich. Die bei Wind und Wetter, ja, im Sommer ist die Rüstung vielleicht ganz geil. Aber im Winter ist meine Robe besser, weil die mehr wärmt. Ganz einfach. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass so eine Templerrüstung wärmend sein soll. Schwitzende Schultern, aber frierender Bauch. Das ist keine gute Kombi. Kann ich mir nicht vorstellen. Disconnect? Nee. Holla die Waldfee.
Hoffentlich laufen wir jetzt nicht den Scavengern in die Arme. Das wäre jetzt das Letzte, was wir bräuchten. Wir haben es gleich geschafft, wir sind gleich im Lager angekommen. Was schreiben die denn die ganze Zeit? Na, ich will es gar nicht wissen. So, hier sind wir eigentlich safe auf dem Weg. Eigentlich. Hä? Oh. Ich dachte jetzt schon. Und weiter. Come on, Karim. Boah, ich hätte ja eigentlich mal wieder Lust auf eine Runde Worms, ne? Hm. Mal sehen. Vielleicht kommt da bald wieder was. Hashtag Spoiler. Ne, ich habe jetzt keine Worms-Folgen aufgenommen, aber... Das Projekt ist jetzt nicht beendet. So. Und ich hoffe, ich bin von der Lautstärke eigentlich auch noch gut. Mal sehen. Da unten ist der heilige Boden wieder. Der Sumpf. Ja, und ihr merkt schon, wir gehen irgendwie gerade die Gesprächsthemen aus. So. Karim muss in der Mitte laufen, sonst macht das keinen Sinn. So, ich hoffe, Gerrit und Rowan kommen zurück. Aber ich glaube, denen wird nichts passiert sein. Schätze ich jetzt mal. So, wer ist denn dort? Ach, ist das einer von diesen neun? Wahrscheinlich. Die ja vorhin runtergeschwommen sind. Aus dem Weg! Ich bin Arzt. Haha, Streber. Drehrock, Alter. Scheiße. Grü. Natürlich landet er jetzt im Lazarett. Was auch sonst. Epischer Tag-Nacht-Wechsel. Es ist ja schon wieder fast früh am Morgen. Wir waren die ganze Nacht unterwegs. Leck mich am Arsch. So. Milikt. Gor. Karim, vorsichtig ab. Ich hole Hilfe. So ungefähr. Wir warten noch kurz, was Kaius sagt. Dann haben wir eine nette Crawlerjagd hinter uns. Naja, mit Verlusten, leider. Aber ganz ehrlich, im Krieg und auf dem Schlachtfeld sind immer Verluste einzuplanen. Hoffen wir, es kommt nicht zum Schlimmsten, muss der Kaius tief bunden. Gut, und damit beende ich die Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut und ciao.